Um eine neue Website zu erstellen, musst du dich unter sites.google.com mit einem Google-Account anmelden. Du siehst, ich habe hier schon einige Websites erstellt. Einige werde ich aber wieder löschen, die sind nur für Testzwecke gemacht worden. Und über Erstellen kannst du hier nun deine Website einrichten. Ich empfehle dir, eine leere Vorlage auszuwählen, sonst kommen sehr viele Inhalte rein, die du nachträglich wieder manuell löschen musst. Den Namen der Website kannst du frei wählen, sollte vielleicht etwas mit deiner Klasse zu tun haben. Und automatisch wird daraus eine Webadresse generiert, die sollte eindeutig sein. Es kann also durchaus sein, dass du aufgefordert wirst, hier noch etwas anzupassen, falls die Adresse schon besetzt sein sollte. Dann kannst du das Design auswählen. Ich wähle das Erstbeste, das kannst du jederzeit nachträglich wieder ändern. Und hier musst du dieses Wort abschreiben, das wurde gemacht, um eben Spammer abzuhalten. Und jetzt sind wir eigentlich soweit. Die Webseite wird eingerichtet. Sie ist jetzt natürlich noch völlig leer. Wir sind auf der Startseite. Hier ist der Titel der Website. Und wir beginnen gleich mal diese Startseite etwas anzupassen. Über dieses Bearbeiten-Symbol kommst du in den Bearbeitungsmodus. Du kennst das von anderen Tools wie Google Drive her. Du hast hier die wichtigsten Symbole und du hast im Menü die Möglichkeit, Formatierungen und so weiter vorzunehmen. Bei den Formatierungen des Text solltest du möglichst sparsam sein. Ich ändere die Schrift normalerweise nicht, sondern wähle hier höchstens so Überschrift 3, wie du es von Word kennst, um die ganze Geschichte zu strukturieren. Das hilft dann eben auch wieder, wenn du zum Beispiel bei längeren Artikeln ein Inhaltsverzeichnis machen willst, so werden diese Strukturangaben dann dafür verwendet. Weitere Tipps zur inhaltlichen Bewirtschaftung deiner Website erhältst du in einem folgenden Film. Ich speichere mal diese Startseite und möchte stattdessen auf die Einstellungen eingehen. Über Mehr kannst du hier unten Website verwalten wählen und hier hast du dann die Einstellungen zu dieser Website. Du kannst nachträglich den Namen ändern. Du bekommst Angaben über den Speicherplatz, den du bereits verbraucht hast. Und weiter unten, das macht durchaus Sinn, dass du hier eine Markierung setzt, Website automatisch für Mobiltelefone anpassen. So können die Schülerinnen und Schüler eben auch mit den Smartphones auf die Klassenwebsite zugreifen. Dann unter Seiten kannst du die Seitenstruktur nachträglich ändern. Wir haben jetzt aber erst eine, deshalb kann ich dir das gar noch nicht richtig zeigen. Aber wichtig unter Freigabe und Berechtigungen, hier kannst du nun einstellen, wer eigentlich was sehen soll. Theoretisch könntest du die Webseite eben nur einem kleinen Kreis zugänglich machen, also nur den Schülerinnen beispielsweise, macht aber deshalb vielleicht nicht so viel Sinn, weil du ja möglicherweise auch willst, dass die Eltern darauf zugreifen können und da müsstest du von jeder Person dann eben den Google-Account kennen. Ich empfehle eigentlich, die Webseite möglichst offen zu lassen. Es sind ja nicht sehr persönliche Daten. Einzelne Seiten könnten immer noch geschlossen werden und nur einem eingeschränkten Kreis zugänglich gemacht werden. Viel wichtiger ist aber möglicherweise, dass du nicht alleine daran arbeiten möchtest, sondern dass weitere Personen eben eingeladen werden sollen zur Mitarbeit. Hier kannst du ihre E-Mail-Adressen, ihren Google-Account eingeben und du kannst hier einstellen, was sie dürfen, ob sie nur lesen, bearbeiten dürfen oder ob sie sogar Eigentümer der Website werden sollen. Eigentümer solltest aber eigentlich du bleiben. Und weiter unten siehst du, dass du eben auch nachträglich
noch das Design wieder ändern kannst, beziehungsweise wenn du ganz spezielle Vorstellungen hast, auch einfach nur die Farben und Schriftarten hier einstellen kannst. Das also eher für die Profis unter euch, und ich speichere diese vorgenommenen Einstellungen, und jetzt geht es an den Inhalt.